Ich begrüße euch ganz herzlich in der Kirche Muri zum Thema für ein vielfältiges Gottesbild im Gespräch mit unserer Pfarrerin Ella de Croot und mit dem Herrn Samuel Geiser, Redaktor vom Reformiert. Die Einladung von heute Abend ist bewusst nur auf der Gemeindeebene passiert, weil es ist dem Kirchgemeinderat ein grosses Anliegen, dass die Bevölkerung von Muri Gümligen die Gelegenheit hat, mit der Ella de Croot ins Gespräch zu kommen, bevor sie in ihren Studienurlaub fährt und dann abwesend ist bis Ende Januar 2014. Wer Ella de Croot auf den Titel von ihrer Radiosendung vom Juli «Hört auf zu glauben» reduziert, der kennt sie nicht wirklich und wird ihr nicht gerecht. Ella de Croot ist seit 8 Jahren in unserer Gemeinde Pfarrerin und viele, auch der Kirchgemeinderat, schätzen ihre Gottesdienste und ihre Arbeit. Der Kirchgemeinderat ist über die Radiosendung schon im Juni informiert worden und wir haben unsere Zustimmung zu dieser Sendung gegeben. Wir stehen zu unserer Pfarrerin. Ich danke Herrn Geiser, Redaktor, für seine Bereitschaft, die Gesprächsleitung zu übernehmen. Und ich danke euch, dass ihr heute Abend bereit seid, hier über ein Glaubensthema zu diskutieren, das in der Presse und in der Bevölkerung ziemlich eine grosse Reaktion ausgelöst hat. Ich gebe das Wort am Herrn Geiser. Merci vielmals, Frau Gebauer. Guten Abend auch meinerseits, liebe Anwesende. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch, Ella de Croot. Ich freue mich auch auf Fragen, die dir hier, Anwesende von Muri und vielleicht auch von außerhalb, werden haben, an Ella de Croot. Wir werden hier vorne das Gespräch in 3 Themenkreise gliedern. Zuerst werden wir nochmal Ella gehören zu ihren Grundpositionen, also was sie wirklich gesagt hat, was sie vielleicht nicht gesagt hat oder nicht ganz so gesagt hat, wie es vielleicht teilweise in den Medien ist dargestellt worden. Dort geht es dann zentral eben um die Gottesfrage. Im zweiten Teil wird Ella de Croot fragen, warum sie Pfarrerin ist, warum sie das gerne ist, wie sie das immer wieder sagt. Wieso, dass sie weiterhin Pfarrerin sein möchte, auch nach ihrem Weiterbildungsaufenthalt in Rotterdam. Und wie sie das Pfarramt möchte ausüben und tut ausüben. Im dritten dann wird die einige Kritikpunkte, die man hat können lesen in den Zeitungen an Ella de Croot, ihre vortragen und sie wird dann dort darauf Antworten geben. Zweimal werdet ihr Gelegenheit haben, eure Fragen zu stellen. Gut, steigen wir ein. Es ist tatsächlich so, wie es... Fragst du noch wegen der Sprache? Genau. Ist Dialekt für alle möglich oder möchte jemand, dass wir auf Hochdeutsch das Gespräch führen? Das ist auch möglich. Oder eine Person. Lieber Hochdeutsch. Das ist gut so, das können wir gut so halten. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass ich nicht zwischendurch ins Berndeutsch rutsche. Ja, aber das wird schon gehen. Gut, Ella de Croot, wir haben es gehört, Frau Gebauer hat es wiederholt, das Gespräch mit Ihnen und dem Titel Hört auf zu glauben, wie es auf Radio SRF 2 Kultur ausgestrahlt wurde, Mitte Juli hat viel bis wilde Reaktionen ausgelöst in der Berner Presse, in der Zürcher Presse, in Basel. Es hatte Wellen geschlagen bis Berlin und Wien. Darüber hinaus wurde heftig darüber diskutiert, also nicht nur hier in der Schweiz. Die murige Seelsorgerin, die nicht an Gott glaubt, sorgte für Schlagzeilen. Und die Diskussion ist, der Abend beweist es hier, ihr Aufmarsch bis heute nicht abgeebbt. Ella de Croot, wie geht es Ihnen mit diesem Medienrummel?
Schlaflose Nächte habe ich gehabt, mehrere. Das ist die eine Seite, weil ich konfrontiert worden bin und immer noch werde mit Menschen, die verunsichert werden, die sich verletzt fühlen, die aufgrund von Titeln, verkürzte Titeln, Schlüsse ziehen, Menschen, die ich dann nicht mehr erreichen kann. Also das ist die eine Seite. Ja, das bewegt mich und stimmt mich auch traurig zwischendurch. Die andere Seite ist, dass ich mich außerordentlich freue über das Ausmaß dieser Diskussion. Also die Ausstrahlung war 14. Juli, wir sind jetzt 2 Monate weiter so ungefähr und es ist noch nicht in dem Sinne abgeebbt und da bin ich sehr froh darüber. Und ich hoffe, dass wenn ich dann jetzt weggehe, dass Sie weiter diskutieren. Ja, Sie haben einige Wellen Medienecho erlebt und es könnten noch verschiedene kommen. Gut, Sie sind dann in Rotterdam, aber wer weiß, im Januar kommen Sie zurück und die Diskussion hat weiter gewuchert. Frage an Sie, bleiben Sie bei Ihrem Standpunkt, so wie nach dem Titel in der Radiosendung Perspektiven Sie gesprochen haben, oder möchten Sie irgendetwas ändern, korrigieren, hinzufügen, möchten Sie gar widerrufen? Möchten Sie? Widerrufen. Widerrufen. Das ist ein belastetes Wort, glaube ich. Nein, ich möchte nicht widerrufen. Ich möchte erstens Heidi Kronenberg Danke sagen und auch rügen, beides gleichzeitig. Dank ihrer verkürzten Titel dieser Aussendung, dieser Sendung, Hört auf zu glauben, hat das die Medienaufmerksamkeit auf sich gezogen. Also wenn ich irgendeinen anderen Titel gewählt oder sie einen anderen Titel gewählt hätte, dann wäre das anders gewesen. Eine Frage zwischendurch, verstehen Sie mich? Ja, das ist gut. Ja, okay, ich habe Kopfschütteln gesehen, habe ich gedacht, verstehen Sie mich nicht. Also das ist die eine Seite. Sie hat durch diesen Titel die Aufmerksamkeit auf die Sendung gelenkt. Das Problem ist aber die Verkürzung meiner Aussage. Also wir haben bei einem Kaffee vor diesem Interview zusammen geredet und dann habe ich so salopp gesagt, ja, wir müssen aufhören, an Wahrheiten zu glauben. Und das Hört auf zu glauben stützt sich auf diese Aussage. Und darüber möchte ich noch etwas mehr sagen. Also alles, was wir über Gott sagen, sind Glaubensaussagen und keine Glaubenswahrheiten. Ich höre immer wieder dieses Wort Glaubenswahrheiten und für mich ist das ein Pleonasmus, ich bin kein Deutsch-Grammatikfrau, aber ein Widerspruch ist da drin. Es sind Glaubensaussagen und wir haben keine Kenntnis, kein Wissen. Und wir müssen aufhören, Glaubensaussagen als Wissen, als wahres Wissen darzustellen und zu verkünden. Ich möchte sagen, wir müssen aufhören, Dogmen für wahr zu halten. Ich möchte da ein Beispiel geben. Im 4. Jahrhundert, also das ist noch nicht so lange her, im 4. Jahrhundert haben kirchliche Gelehrte sich zusammengetan und Aussagen gemacht über die Dreieinheit Gottes. Die Trinitätslehre, so wie das heißt in der Theologie, ist dann entstanden. Und ich möchte sagen, erfunden worden. Sie haben diese vielfältigen Erfahrungen mit Religion, mit Gott, in Gedanken versucht zu fassen, die zu dieser Trinitätslehre geführt hat. Gott als Vater, Gott als Sohn, Jesus, und Gott als Geist. Das sind Gedanken, die in den Köpfen dieser Männer entstanden sind.
Und aus diesen Gedanken ist da das Dogma entstanden und das Dogma ist zur Wahrheit geworden. Und hier möchte ich auch darauf hinweisen, für mich ist das keine Wahrheit. Auch wenn wir über Jahrhunderte von dieser Trinität, von dieser Dreieinheit Gottes geredet haben, es ist ein Bild von Männern dazumal, wie sie das Göttliche erfahren haben. Ja, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, man kann es dann doch auf die ganz simple Frage runterbrechen, diese Dreieinigkeitslehre, auf die simple Frage, gibt es für Sie Gott? Sie alle warten auf diese Frage. Ich rede hier von mir, also das möchte ich ganz, ganz fett unterstrichen haben. Ich glaube nicht mehr an einen personalen, außerweltlichen Gott, der für mich da ist, der mein Leben lenkt, der mal eingreift oder mal nicht eingreift in mein Leben. Dieses Gottesbild stimmt für mich nicht mehr. Ich bin mit diesem Bild aufgewachsen, so bin ich erzogen worden. Das Bild hat mich geprägt und im Verlauf meines Lebens habe ich gefunden, nein, das Bild stimmt für mich nicht. Ich gehe auf der Suche nach neuen Bildern. Wir werden hören, was das ist, was Sie gefunden haben oder was Sie immer noch am Finden und Entdecken sind. Trotzdem, schon jetzt brauchen Sie ja den Begriff Gott. Und das mag für einige verwirrlich sein. Sie brauchen den Begriff Gott, das ist doch so. Das ist so. Ich möchte noch zurück zu diesem nicht personalen Gott oder diesem Bild eines personalen Gottes. Wie ich schon vorher gesagt habe, bei dieser Trinitätslehre, bei diesen Dogmen, ist auch das Bild eines personalen Gottes, der, ich sag mal jetzt der, uns zuschaut und eventuell eingreifen könnte, ein Bild, das in unseren Köpfen entstanden ist, sei es durch unsere Erziehung, durch die religiöse Sprache, in der Kinderlehre oder was dann auch. Und jedes Bild, auch das Bild, was ich habe, am Entwerfen bin, entsteht in meinem Kopf. Und ich habe, glaube ich, im Interview oder sonst in der Zeitung ist das Wort Fantasie aufgetaucht. Ich bin mir bewusst, dass das abwertend empfunden werden kann. Fantasie, das ist ein Hirngespinst und so. Das meine ich nicht. Fantasie, das ist die Fähigkeit, innere Bilder zu machen. Und so sind wir dauernd dran, uns Bilder zu machen, also diese innere Bilder. Und die Bibel ist voll von solchen fantastischen Bildern. Gott als Fels zum Beispiel. Also ein Fels kann nicht eingreifen. Gott als Adler, Gott als Bräutigam, Gott als Bär. Also da könnten wir noch lange in die Bibel suchen. Es gibt eine Menge von diesen Fantasiebildern. Das mal. Und jetzt zu dieser Frage, warum ich Gott gebrauche. Oder? Ja, gut. Rede ich zu viel? Wir haben alle Zeit. Also wenn ich das Wort Gott gebrauche, dann setze ich das für mich in Anführungszeichen. Aber das Problem ist, dass Sie das nicht sehen, wenn Sie zu mir in den Gottesdienst kommen. Ich verwende diesen Begriff Gott und versuche immer wieder zu erklären, was ich darunter verstehe.
Und das ist wichtig, dass wir Pfarrpersonen unsere Sprache immer wieder überprüfen, aber auch erklären. Sie haben eben in einem Gespräch mit der Zeitung Reformiert, haben Sie so eine Erklärung für diesen Begriff Gott, Gott in Anführungszeichen, oder Geist, wie Sie sagen, vielleicht auch sagen, gemacht? Ich zitiere mal diese Erklärung und kann die ja dann noch ein bisschen näher anschauen. Sie haben gesagt, ich glaube an den Lebensgeist, die Lebenskraft, das, was das Leben zum Leben drängt. Kurz, an das Fortwährende, Evolutionierende. Dem kann ich Gott sagen. Ist das Ihr Bekenntnis? Ich propagiere eine bekenntnisfreie Kirche. Ja, so möchte ich heute mein Gottesbild umschreiben. Und ich sage bewusst heute, denn auch dieses Bild entwickelt sich im Laufe meines Lebens und vor allem auch im Gegenüber mit der Gemeinde, mit den Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Das habe ich vorher auch noch sagen wollen. Ich begegne als Seelsorgerin immer Menschen, für die das personale Gottesbild auch nicht stimmt. Die sagen mir, ich bete, aber es verhallt ins Leere. Ich spüre nichts, ich habe das Gegenüber nicht. Also so kommen diese Gedanken nicht nur von mir allein, sondern immer in zusammen mit den Menschen auf der Suche in der Seelsorge. Darauf können wir im zweiten Teil wirklich auch noch zu sprechen kommen, wie Sie das in der Seelsorge, in der Pfarrtätigkeit übersetzen oder zu übersetzen versuchen. Ich möchte es noch mit einer anderen Frage versuchen. Für viele heißt doch Gott einfach in Anführungszeichen, es gibt etwas Höheres, eine unvorstellbare Macht, eine Macht, die über mich hinausgeht. Brauchen Sie das nicht? Etwas, das über Sie hinausgeht? Das brauche ich und das gibt es auch immer wieder. Und das hängt mit diesem Gottesbild zusammen. Wenn ich mir das von Gott vorstelle als die Kraft, die immer weitergeht, die Kraft, die zum Leben drängt, dann kann ich von dieser Kraft etwas spüren in meiner Beziehung zu den Menschen. Diese Kraft, die nenne ich Liebe, und das Wort Liebe ist so verbraucht. Aber da steckt Gerechtigkeit drin, da steckt Achtsamkeit drin, da steckt so vieles drin, was in diesem Wort Liebe umfasst, was dieses Wort Liebe umfasst. Und diese Geistkraft, die das Leben will, diese spüre ich in der Beziehung zwischen uns Menschen. Man kann dann auch sagen, und dann komme ich, dann zitiere ich einen Landskollegen von mir, dort ereignet sich Gott. Ja, da spüre ich etwas. Und das Etwas, was ich da spüre, das ist das, was über mich hinaussteigt. Theologen nennen das Transzendente vielleicht. Auf das bin ich auch angewiesen. Und aus dieser Kraft, die dann spürbar wird, hole ich meine Motivation, mein Antrieb für meine Arbeit, die hole ich im Zusammensein mit den Menschen und nicht in meinem stillen Kämmerlein. So funktioniert es bei mir. Was sagen Sie einem Menschen, der sagt, ich erlebe Gott unter dem Sternenhimmel, wenn ich da hinaufblicke, in die Unendlichkeit? Was sagen Sie einem Physiker, der irgendwie am Forschen ist über den Urknall und der sagt, ich bin völlig außer mir und werde spirituell, wenn ich sehe, wie wenig wir wissen und wie viele Welten sich auftun, nachdem wir zwei, drei entdeckt haben?
Oder was sagen Sie einem Menschen, der sagt, ich erlebe Gott in den Bergen, das nicht unter Menschen? Wir als Menschen, also ich habe jetzt für mich geredet, wir sind Teil des Kosmos und für mich gehört da die Natur dazu oder sogar der Anfang, wenn ich da mit einem Physiker ins Gespräch käme. Diese Kraft, die weitergeht nach der Entstehung, nach diesem Urknall und das Viele, was wir nicht erklären können. Ich möchte nicht das Göttliche oder der Geist Gottes als Lückenbüßer einsetzen. Die Gefahr besteht natürlich, alles, was wir nicht verstehen, wird dann plötzlich Gott. Aber diese Kraft, die das Leben weiter evoluieren lässt, diese Kraft ist so etwas Großes und so hat so eine spirituelle Ausstrahlung, dann kann ich sagen zum Physiker, ja, ich verstehe das, aber ich kann auch all diejenigen, die sagen, ich gehe lieber in die Berge als am Sonntag in den Gottesdienst, kann ich sehr gut verstehen, dass sie dort mehr von dieser Kraft erfahren als im Gottesdienst. Sie haben gesagt, es sind ja immer Menschen, wir Menschen, die solche Aussagen machen, in welche Richtung das auch immer geht, Richtung Personale, Gott, Richtung Leben, das zum Leben drängt, wie Sie das sagen, Richtung das Fortwährende, Evolutionierende. Geht es am Schluss vielleicht nur um einen Wortstreit zwischen Menschen, die einander nicht zuhören können? Die einen sagen Gott und empfinden vielleicht genau das Gleiche wie die anderen, wie vielleicht Sie, die sagen das Fortwährende, Evolutionierende. Ich denke, dass wir viel gleich empfinden können und deswegen möchte ich auch nicht einen Streit provozieren. Aber es hat Konsequenzen, für, wenn man weiterdenkt. Also wenn ich sage, ich glaube nicht mehr an einen personalen Gott, dann heißt das für mich, dass ich die Frage des Leids anders stelle. Ich frage dann nicht mehr, wenn ich auf der Autobahn als Care-Team-Mitglied stehe, warum lässt Gott das zu? Also diese ganze Theodizee-Frage, also die Frage, warum das Leid, wenn man dieses Gottesbild hat, die ist obsolet, also die ergibt sich nicht mehr, diese Frage. Und dann kann man fragen, ja, woher kommt dann das Böse oder woher kommen die Krankheiten? Ich denke, in der Schöpfung, in der Natur gibt es Bakterien, die uns krank machen, das ist mal ein Teil. Dass wir Menschen umbringen, das ist in uns und da gibt es ganz viele Erklärungen, die ich hier nicht ausführen möchte, warum das passiert. Und da bin ich überzeugt, wenn wir dieses personale Gottesbild aufgeben würden, dann stellt sich die Frage. Sorry. Für mich, also das ist, bei mir hat das sich so vollzogen, dass ich beim Wechsel vom Gottesbild diese Frage sich nicht mehr so stellte. Das ist die eine Frage und die andere Frage ist, die hat für mich mit dem Leben, nach dem Leben, nach dem Tod zu tun. Wenn Gott, und jetzt mache ich so, Gott mit diesen Anführungszeichen, wenn der Geist, wenn Gott der Geist des Lebens ist, die Lebenskraft, die Liebe, dann hört das auf bei meinem Tod, ist meine Meinung. Also verstehen Sie mich bitte richtig. Für mich hört mein Leben auf, mit Leib und Seele sterbe ich, wenn ich sterbe. Was die Kraft meiner Liebe, die geht noch eine Weile weiter, in meinen Kindern, vielleicht gibt es mal Enkeln,
Und dann hört das auch mal auf. Und ich denke, es ist gut, heute hört das alles mal auf. Das tönt ja jetzt nun alles so, oder vieles tönt so, dass auch Atheisten oder solche, die sich Atheisten oder Atheistinnen nennen, sagen würden, ja, die Ella de Groot ist eigentlich eine verkappte Atheistin. Und das haben Sie in den Gesprächen, glaube ich, auch schon in der Radiosendung eigentlich vehement von sich gewiesen, dieses Etikett. Warum eigentlich? Also ich weiß nicht so gut, welche Kriterien ich erfüllen muss, um Atheistin zu werden. Also wenn Atheistin heißt, nicht mehr an ein personales Gottesbild zu glauben, wenn das die einzige Bedingung oder das einzige Kriterium ist, dann denke ich, dass ich mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen Atheistin wäre. Aber Atheist bedeutet für mich, es nicht an etwas Göttliches glauben, aber das könnte Wortglaube reden. An nichts Transzendentes. An nichts, wo man das Wort Gott dranhängt. Lassen wir es doch mal so, ja, in dieser Spannung. Best. Und fragen wir mal in die Kirche hinein, was zu diesem ersten Gesprächskreis Gott, nicht Gott, personaler Gott, für Fragen auftauchen. Christoph Knoch kommt zu den Fragewilligen. Wie können Sie empfehlen, das Vaterunser zu beten? Ist Frage und Antwort alles drin? Als Pfarrerin, warum? Wie können Sie das empfehlen, wenn Sie nicht dran glauben? Das möchte ich wissen. Weitere Fragen? Ich würde sagen, wir sammeln 3, 4, 5 Fragen. Es gibt sicher noch andere. Also ich denke, wenn jemand von dem Publikum da nicht glaubt an Gott, das verstehe ich. Wenn eine Pfarrerin nicht glaubt, wo ihr Auftrag ist, dann kann ich nicht verstehen. Glaube nicht, da ist am falschen Platz. Und das, was betrifft, dass mir das Gott nicht gibt, die Bibel ist die einzige Quelle, von dem wir können hören, dass es einen Gott gibt. Gott redet durch in seiner Schrift zu uns. Und wir müssen uns unter Gottes Autorität stellen und nicht umgekehrt. Er hat uns zu sagen, was wir zu tun haben und nicht wir ihm. Bitte, Sie haben keine Frage. Sie haben keine Frage, okay? Das Mikrofon scheint ausgestiegen zu sein. Ah ja, er ist auf der Empore. Ah, ja. Kommt eine weitere Frage? Ja, ich heiße Fritz Minder von Muri. Ich bin ganz auf der Linie von Ella de Groot, obschon ich nicht Theologie studiert habe. Ich war 4 Jahre im Kirchgemeinderat von Muri. Aber mein Weg zu dieser Gottesfrage habe ich gefunden mit der Beschäftigung mit anderen Religionen, zum Beispiel mit dem Hinduismus, mit dem Judentum, mit dem Buddhismus. Und bei allen diesen Diskussionen um Ella de Groot vermisse ich den Begriff Agnostik, Agnostiker oder Mystiker. Diese Leute waren ja auch Gläubige, aber sie haben sich bemüht, um auch ein neues Gottesbild zu entwerfen und zu verteidigen. Für mich ist einer der berühmtesten und größten
Nikolaus von Kues, 1401 bis 1464. Er war ein Wissenschaftler, Naturwissenschaftler, Physiker, Mathematiker, hat dann Theologie studiert, ist in die Dienste des Papstes getreten und er hat den Begriff Coincidentia Oppositorum geprägt. Das heißt auf Deutsch die Vereinigung der Gegensätze und hat darin etwas Göttliches erkannt. Und 300 Jahre später hat Kant ebenfalls festgestellt, dass wir uns lösen müssen von einem Begreifen wollen von Gott, weil wir das nicht können. Es ist einfach unmöglich. Wir können uns Gott nicht vorstellen. Und darum sollen wir uns auch kein Bild von ihm machen. Und darum meine ich, ich bin ein Laie, ich bin nicht gebildet in dieser Sparte, weder Theologie noch Philosophie. Aber ich finde, wir sollten, und nicht nur wir Christen, sondern auch die anderen monotheistischen Religionen, das Gottesbild abschaffen. Wir sollten aufhören zu meinen, dass wir mit einem Gottesbild weiterkommen. Das gibt es nicht. Gott ist nicht begreifbar. Und darum denke ich, Ella de Groot meint etwas Ähnliches, aber was ich gehört habe, sucht sie ein Gottesbild und da möchte ich eigentlich entgegnen, dass wir damit nicht weiterkommen. Wir müssen lernen, zu begreifen, dass wir nicht begreifen. Mhm. Besten Dank. Werden die Frage Ella de Groot weitergeben, will sie alle Gottesbilder, alles Sprechen, Diskutieren rund um Gott abschaffen? Versteht sie sich als Agnostikerin, als Mystikerin? Das war auch eine Frage. Gibt es noch andere Fragen? Unterdessen ist das Mikrofon wieder unten. Ja? Ja. Ich will mal versuchen, ich spreche vielleicht nicht sehr gut Deutsch, aber es ist sehr interessant, was ich gehört habe. Sie haben erzählt, das Leben hört auf, wenn ich sterbe. Ich glaube, dass die Kreuzung, wie sagt man das, Kreuzigung und die Aufstandung immer das, fast das Wichtigste ist von unserem Glaube. Und wie sehen Sie das, wenn Sie denken, dass das Leben aufhört nach dem Tode? Gut. Ist noch eine Frage, sonst würden wir hier mal... Noch eine Frage und dann schließen wir diese Runde. Es gibt noch eine zweite. Ich möchte Frau de Groot ein großes Dankeschön sagen. Ich bin nicht von Muri. Ich habe im Radio erfahren, worum es geht. Und das hat mich derart berührt, dass da jemand gerade als Pfarrerin den Mut hat zu sagen, hört mal zu, ich bin nicht die letzte Autorität. Schaut hin, was Bilder bewirken. Und eigentlich ist das die Grundlage unserer Religion. Und ich nehme an, vor allem der protestantischen, die wollten ja die Bilder loswerden. Aber wir müssen das bei uns schauen und nicht draußen. Wir sind nicht darauf vorbereitet, diese Dimension wahrzunehmen. Wir sind nicht geschult zu schauen, wo wir unsere eigenen Bilder kreieren, von ihnen dirigiert sind und nicht bereit sind, dem Leben stattzugeben. Das Leben ist größer als wir. Wir wollen nur kontrollieren. Und das ist meine erste Frage. Wie kann ein Bild überhaupt Leben sein? Gott ist Leben, aber nicht ein Bild?
Gut, danke vielmals für die Fragen. Wir werden versuchen, die ein bisschen zusammenzufassen. Und so. Okay, wunderbar. Ja, die erste Frage ist eigentlich auch eine Frage, die ich im zweiten Teil gestellt hätte. Sie kommt jetzt schon. Das ist eine wichtige Frage. Ich habe sie so verstanden. Wie können Sie empfehlen, das Unser Vater zu beten? Wie können Sie das Unser Vater beten? Das Unser Vater ist ein biblischer Text, so wie viele biblische Texte auch. Und das sind Worte der Tradition, die mir sehr wichtig geworden sind. Erstens beten wir im Unser Vater in wir, also wir reden von unser Vater. Und dass das der Vater im Himmel ist, dieses Bild, um noch wieder mal auf Bilder zurückzukommen, das Bild ist kulturell geprägt, das ist, dass dazu mal hat man in dieser Sprache geredet, wir reden heute anders, aber das muss uns nicht davon abhalten, nicht diese Sprache auch gebrauchen zu können. Wir müssen es immer wieder erklären, bin ich der Meinung. Also wenn ich das Unser Vater bete, dann möchte ich immer wieder, nicht jeden Sonntag, aber immer wieder mal einen Teil davon erklären, von was reden wir eigentlich und wie beten wir eigentlich, was bedeutet dieses Gebet eigentlich. Können Sie das, nein, wir können ja nicht das ganze Unser Vater hier erläutern, wie Sie das in einem Gottesdienst machen, das ist eine Abendveranstaltung allein, aber können Sie einen Gedanken, einen Anstoß, wie man das Unser Vater eben nicht hinunterwürdigt, sondern gerade würdigt, indem man versucht, einen Gedanken daraus in die Jetztzeit zu bringen. Also ich denke, das wäre eine Predigtreihe zum Beispiel. Und wenn ich sage, wir, unser Vater im Himmel, dann tue ich mich auf für mein Nächste, dann ist es nicht mehr mein privates Gebet, sondern ich stelle mich in die Gemeinschaft von Menschen. Das wäre so ein Beispiel, zum Beispiel wie das Unser Vater gebetet werden könnte. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass das Unser Vater uns mit unseren Generationen vorher verbindet. Das ist Jahrhunderte gebetet worden und das ist etwas, was mich immer wieder berührt. Wenn ich denke, meine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und so weiter haben das auch, das gleiche Gebet gesprochen. Also das hat etwas Kostbares, diese Worte. Und das Letzte ist, es verbindet mich auch mit allen Christinnen und Christen auf der Welt. Da kann ich wieder ein Beispiel aus meiner Care-Team-Tätigkeit anbringen. Da waren zwei junge Frauen in der Lütschine in einem River-Rafting-Unfall ums Leben gekommen und mit der einen Familie aus dem Ausland, eine christliche Familie, ihre Sprache konnte ich nicht. Aber wir haben uns gefunden, indem wir zusammen das Unser Vater gesprochen haben. Sie in ihrer Sprache und ich in meiner. Und dann gibt es genau wieder diese Beziehung, diese Verbundenheit, aus der diese Kraft entsteht, die über mich hinausgeht, wenn wir zusammen, jeder in seiner Sprache, das Gebet spricht. Reicht das? Das reicht sicher nicht, aber ist ein sehr schöner Einstieg in diese Predigtreihe, die Sie vielleicht ab Januar halten werden hier in Muri. Das zweite Votum habe ich so verstanden, ist nicht als Frage verstanden. Es geht ja hier um Fragen, ist aber auch gut, gibt es persönliche Erklärungen, das ist auch sehr wichtig. Aber die Frage, die ich aus der zweiten Erklärung gehört habe, ist die, ist es nicht die Bibel, die die einzige Quelle ist und bleiben muss? Für Christinnen und Christen.
Die Bibel ist mir sehr wichtig, denn in der Bibel finde ich Glaubensaussagen von Menschen, die gelebt haben, die gerungen haben, die versucht haben, ihr Leben zu deuten. Und aus diesen Geschichten können wir auch für unser Leben ganz viel holen. Wir müssen aber diese Geschichten übersetzen in unsere Sprache, in unsere Kultur und uns immer wieder bewusst machen, dass das Glaubensaussagen sind von Menschen, die vor 2000 Jahren gelebt haben, mit dem Wissen, was sie damals hatten. Und auch das, was in der Bibel steht, sind Glaubensaussagen. Und für mich sind das keine Wahrheiten, sondern immer es Ringen um das Leben an sich. Das Gute und das Schwere im Leben. Und das finden wir zurück in der Bibel und das in die Bibel. Und das ist nicht anders heute. Ja. Und da, ja. Ja. Eine dritte Frage, die kann man herleiten aus dem, was der Herr auf der Empore gesagt hat. Sehr interessant hat er sie, Ella de Groot, versucht einzubetten in eine ganze Tradition von gläubigen Menschen, die vielleicht ähnlich wie sie gedacht haben oder in gleiche Richtung gedacht haben, in dem Sinn, das Göttliche ist nicht erkennbar, und so weit gekommen sind, zu sagen, Gottes Bilder müsste man eigentlich abschaffen. Gott ist nicht ein Bild, wurde dann später auch gesagt. Die Frage, die ich daraus herleite, ist die, ja, geht es darum, Gottes Bilder abzuschaffen? Ja, ich denke, das ist bei uns, in unserer Kultur, in unserer Tradition gar nicht mehr möglich, dass wir die Gottesbilder abschaffen. Ich denke, da haben die Menschen im Judentum es einfacher. Die haben diese Bilder nicht und verstehen auch nicht, was für Probleme wir uns machen damit. Aber wir sind nun einmal so erzogen worden, haben diese Bilder im Kopf, und ich bin völlig einverstanden. Eigentlich sollten wir ohne Bilder, aber das geht nicht, wir sind so geprägt von diesen Bildern. Und darum sage ich, dann lieber nicht ein Bild, dass dieses Bild von dem personalen Gott, der die Welt lenkt, dann, so wie es ausgeschrieben worden ist, für ein vielfältiges Gottesbild. Ich möchte jedem Menschen den Raum geben, ihre eigenen Bilder zu machen. Ich weiß nicht mehr, ob die Frage von dort oben oder von wo kam, ist dann das Leben, das kann doch kein Bild sein. Das ist, glaube ich. Und ja, das stimmt. Wenn ich sage, für mich ist Gott das Leben, die Kraft des Lebens, die ich in der Liebe kann wahrnehmen kann, dann ist das nicht ein Bild, sondern ein sich ereignen. Ich komme wieder da drauf. Also nicht etwas Statisches, sondern etwas, was in Bewegung ist, was im Zwischenmenschlichen vor sich geht. Also da hat diese Fragestellerin, ich weiß nicht mehr recht, dass es da nicht um ein Bild geht. Ich habe einfach ja, das als mein Bild verkauft, aber es ist in dem Sinn nicht ein Bild. Das war die letzte Frage. Die vorletzte ging eigentlich ins Zentrum des Christentums. Ich glaube, es ging um den Opfertod Jesus Christus, der für uns doch gestorben sei, damit wir das ewige Leben haben. Das ist eine Interpretation, eine Deutung von diesem gewaltsamen Tod Jesu. Ich möchte jetzt zur Auferstehung gehen. Die Auferstehung, oder der Auferstehungsglauben ist meiner Meinung nach für mich entstanden aufgrund vom Leben und Sterben Jesu. In seiner Zeit hat es mehrere
Mythen gegeben von Menschen, die auferstanden sind. Und diese Sprache haben sie auch auf Jesus zugepasst. Und die Kirche hat daraus eine Glaubensaussage gemacht und ein Dogma daraus gemacht, eine Wahrheitsaussage daraus gemacht, erst später. Und ich bin überzeugt, dass das Leben Jesu und sein grausamer Tod so viel Eindruck gemacht hat, dass man gesagt hat, das kann nicht das Ende sein. Seine Liebe geht weiter, was er gepredigt hat, für was er eingestanden ist, das geht weiter. Und das hat man in Auferstehungserzählungen formuliert. Und um aus diesem Auferstehungsglauben kann man ein Glauben von einem Leben nach dem Tod ableiten, das kann man, aber auch das ist eine Glaubensaussage. Man merkt, jede Antwort, die Sie geben, die könnte man fortsetzen in eine abendfüllende Diskussion. Und das ist auch gut so. Und trotzdem möchte ich noch einen anderen Themenkreis wie angekündigt angehen, nämlich Yin jetzt, Sie im Pfarramt. Das ist ja auch durchgeklungen als Frage. Sie sagen in Gesprächen, in den Interviews, die Sie gegeben haben, Pfarrerin heiße für Sie Menschen begleiten auf ihrem Lebensweg. Nun, Menschen begleiten auf ihrem Lebensweg, könnten Sie das nicht auch als Psychologin, als Psychotherapeutin, als weltliche Ritualbegleiterin? Wenn Sie dies wären, dann müssen wir jetzt nicht hier beide vorne in der Kirche sitzen und Sie müssen nicht der Gemeinde und mir Red und Antwort stehen. Das Schöne am Pfarramt oder an meinem Beruf Pfarrerin zu sein, ist, dass ich mit dem ganzen Leben zu tun habe, von der Geburt bis zum Tod. Ich kann Menschen begleiten in ganz glücklichen Situationen und in ganz traurigen Situationen. Also diese Breite vom ganzen Leben würde ich, denke ich, aufgeben, wenn ich eine psychologische Praxis auftun würde und mich dazu ausbilden ließ. Aber vielleicht ist das eine Verkürzung dieses Berufes. Und dann habe ich als Pfarrerin mit Menschen zu tun, die um das von Gott ringen, irgendeine Form, sei es ganz nah oder ganz weit weg. Menschen, die eine Hochzeit möchten und gleichzeitig sagen, ja, wir möchten diese kirchliche Trauung, aber Gott doch lieber nicht. Und da gibt es Menschen, die ganz klar, ganz überzeugt sind, wer Gott ist und was er für sie ist. Und diese spannende Breite von Menschen mit ihren Bedürfnissen, Wünschen, Sehnsüchten, diese Menschen darf ich begleiten. Und darum bleibe ich gerne Pfarrerin. Die Gemeinde. Die Gemeinde ist mir wichtig, ja sicher. Oder? Und eine solche Gemeinde gibt es nur im kirchlichen Raum. Das kann man sich nicht anders vorstellen. Ein Verein. Also diesen Verein kenne ich nicht. Nein, diese Gemeinde ist unterwegs mit dem, was ich Gott sage. Also die Gemeinde ist unterwegs mit Sachen, die über sie hinaussteigen. Die Gemeinde hat Fragen, Sinnfragen. Natürlich in der Psychologie werden diese Sinnfragen auch gestellt. Ich behaupte, es ist etwas mehr, was im Pfarramt als Pfarrerin diskutiert wird. Mhm. Die Gemeinde, im Vorgespräch haben Sie gesagt, es ist die Gemeinde
Und die Bibel, die biblische Tradition, die sie an diesen Beruf bindet? Ja, man kann nicht Pfarrerin sein ohne Gemeinde. Also, und nicht ohne Bibel. Und nicht ohne Bibel. Nein, die Gemeinde, also die heutige Gemeinde, ist in eine ganz neue Situation. Früher ist sie von der Kirche geleitet und geführt worden. Heute steht die Gemeinde in einer fast entkirchlichte, säkuläre, muss ich sagen, entkirchlichte Gesellschaft. Und das ist eine doch recht neue Situation. Und da fragt die Gemeinde oder fragen Menschen der Gemeinde sich, ja, was hat dann die Kirche mir noch zu sagen? Was kann die Bibel mir noch sagen? Wie soll ich dann diese Geschichten auslegen, was haben diese Geschichten mit meinem Leben zu tun, und dort zusammen zu suchen, was bedeuten diese Geschichten heute, das ist wichtig und spannend und schön. Wir hatten die Frage zum Unser Vater, Sie haben sehr schön darauf, also für mich eigentlich sehr schön darauf geantwortet, aber irgendwie habe ich auch gespürt dabei, dass das, was Sie sagen, Sie sind ja nicht allein, die so etwas sagt, es sind auch andere Kollegen, dass das eigentlich eine unwahrscheinliche Übersetzungsarbeit bedingt. Also die Sprache, wie Sie sprechen möchten über, sag jetzt mal, die göttliche Kraft, über das Leben, das zum Leben drängt, die ist noch nicht da. Ist nicht so sicher da, wie die Sprache, die zu diesem personalen Gott spricht, das unser Vater spricht. Das stimmt. Ich denke, es ist so einfacher, von einem personalen Gott zu reden, von diesem Du als Gegenüber. Das ist den meisten Menschen dann irgendwie klar, als von dieser etwas diffusere Kraft, die zum Leben drängt, das bin ich mir sehr bewusst. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass wir sehr bedacht sein müssen, wie wir reden. Also wenn ich im Gottesdienst ein Gebet spreche, ein fürbittendes Gebet, und ich beginne mit Gott, wir bitten dich, dann, wenn ich mich nicht erkläre, denke ich, also vielleicht habe ich es total falsch, aber denke ich, dass bei vielen Menschen dann dieses Bild von diesem außerweltlichen Gott wieder vorhanden ist. Wenn wir ein Fürbittengebet sprechen, dann weckt das den Eindruck, dass wir um etwas bitten. Und da denke ich, dass wir ganz, ganz sorgfältig die Anrede wählen müssen, die Anrede erklären müssen und unsere Sprache erklären müssen, dass das Gebet ein Ausdruck, zum Beispiel jetzt rede ich von Gebet, ein Ausdruck sein kann von unseren Gefühlen, unseren Wünschen, unseren Ängsten, ohne Erwartungen. Höchstens Erwartungen an uns selber, dass wir aktiv werden, oder Erwartungen an uns als Gemeinde, aber nicht Erwartungen an einem Eingreifen von außen. Sie haben im Vorgespräch haben Sie gesagt, die Gemeinde ist mein Labor. Labor im Sinn, hier können wir zusammen etwas erproben, was bis jetzt noch nicht da gewesen ist, Mischungen erzeugen, die noch nicht da waren, Unentdecktes vielleicht entdecken. Ist das die Zukunft der Gottesdienste, dass man viel mehr in Diskussion Gemeinde mit Pfarrer oder verschiedenen Pfarrpersonen, man könnte sich ja vorstellen, dass zwei Pfarrpersonen einen Gottesdienst durchführen, die eine Bibelstelle Richtung personalen Gott deutet, und sie Richtung dieser Kraft, die das Leben zum Leben drängen lässt. Muss man ganz neue Formen sich
vorstellen in der Zukunft? Das wäre eine Form. Also ich denke, das wäre eine Chance. Wir haben eine Gesprächsgruppe hier in der Gemeinde und diese Gesprächsgruppe ist sehr gut besucht und das ist ganz spannend, miteinander zu ringen, unterwegs zu sein, alte Bilder zum Fenster auszuwerfen, befreiend diese Texte zu lesen. Da passiert viel und dort lernen wir voneinander. Ja. Und das könnte, ich stelle mir vor, das könnte eine Form sein, dass wir miteinander an einem großen Tisch sitzen, dann auch Brot und Wein miteinander teilen würden, also miteinander essen und trinken, lieber gesagt, und dann ins Gespräch kommen über Texte und das, was uns Freude macht, was uns dankbar stimmt und was uns Angst macht. Gut. Wir machen hier nochmal einen Strich, absolut einen Strich in einen Prozess, aber ich möchte nochmal fragen in die Kirche hinein. Gibt es noch Fragen, jetzt vielleicht mehr zu diesem zweiten Teil, aber auch Fragen, die zum ersten Teil nicht gestellt werden konnten? Ja, okay. Meine Frage ist doch zum ersten Teil. Die Bibel, da gehen Sie sicher mit mir einig, beinhaltet weit mehr als Glaubensfragen. Es sind Fragen, soziale Fragen, es sind politische Fragen, es sind Lebensfragen allgemein. Menschheitsgeschichte hat bewiesen, dass der Mensch, nach mir, ich sehe das so, nicht fähig ist zu einem personalen Gottesbild. Wie stellen Sie sich vor, oder wie soll ich das sagen, wie nehmen Sie Bezug zu diesem Gottesbild, wie wir sind der heutige Mensch, der kann ja nichts anfangen mit keinem Gottesbild. Er braucht einen Halt. Er braucht etwas, woran er sich halten kann. Wir sind gar nicht erwachsen genug, wir sind nicht verantwortungsvoll genug, dass wir diesem personalen Gottesbild, das Sie so schön ansprechen, entsprechen können. Zuerst einmal, denke mich, ist es ein Vorrecht, dass wir hier in der Kirche Muri dürfen, dass der Kirchgemeinderat das ermöglicht hat, über ein Gottesverhältnis zu reden. Das ist etwas ganz Neues, das finde ich ganz gut. Eine Frage, die mich immer nach diesen alten Gedanken bewegt, das ist, wenn es mir gut geht, kann ich ohne weiteres in Tag raus singen, all morgen ist es ganz frisch und neu und so. Aber wenn eine Sorge kommt, sei es persönlich oder wie kürzlich bei uns bei einem Grosskind, eine schwere Erkrankung, dann brauche ich eine Instanz. Also dann brauche ich eine Instanz, wo ich mich heranwenden kann. Und wie ich damit so sagen, aber es mündet schließlich doch in einen Gott. Meine Frage ist eine Frage der Verbindung dieser beiden ersten Teile, die wir jetzt gehört haben. Sie haben von einem einer transzendenten Kraft gesprochen. Wenn Sie jetzt als reformierte Pfarrerin das übertragen, dann sprechen Sie doch einfach eigentlich, was Religion ist. Und dann frage ich mich, wo gibt es dann die Grenze zwischen der christlichen Religion einerseits und den vielen anderen Ansätzen von Religion? Ja. Annelie Feschlimann, ich möchte ein Statement geben und eine Frage stellen. Das Statement ist, dass ich es sehr schätze, dass wir hier in dieser Gemeinde
Pfarrerinnen und Pfarrer haben vom Format von Ella de Groot, die sich wagen, ihren Prozess bekannt zu geben, wo sie sind in ihrer Wahrnehmung von Gott. Ich schätze das sehr und finde das auch mutig. Es ist sicher auch etwas, das verletzbar macht. Und ich finde, das sind Werte, die toll sind, wenn das eine Pfarrerin verkörpert. Ich fühle mich bei einer solchen Seelsorgerin und Theologin, als Psychologin übrigens, sehr gut aufgehoben. Dann die Frage, ich weiß gar nicht, was ein personaler Gott ist. Ich weiß es nicht. Also die Pfarrerinnen hier drinnen, die das sagen können, wäre ich wirklich interessiert. Ich kann mir nichts darunter vorstellen. Oder ein so Sonntagsschulbild, aber von dem gehe ich ja nicht aus. Gut. Also was mich jetzt interessieren würde, wie jetzt eine Taufe vollzogen wird auf Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Auf was wirst du jetzt zukünftig die Kinder taufen? Eine klare Frage. Gehen wir sie durch. Die erste Frage. Ich habe noch eine. Ist noch eine Frage? Ja, eine eher sehr persönliche Frage. Machen wir dann Schluss? Anella, also ich brauche das tägliche Gebet ganz besonders, das ist für mich ganz besonders wichtig. Und ich brauche da irgendein Ansprechbild, also ich mache jetzt Gott auch in Anführungszeichen. Aber ich danke ihm, ich bitte ihn, ich erzähle ihm meine Sorgen, ich frage ihn, wie weiter, und ich glaube daran, dass ich Hilfe erhalte. Und ich möchte jetzt dich fragen, Ella, wie betest du? Betest du überhaupt? Brauchst du das? Gut. Da machen wir auch einen Strich. Die erste Frage, habe ich die richtig verstanden? So, dass sie lauten würde, ist der Mensch überhaupt fähig, an einen personalen Gott zu glauben? Oder vielleicht nochmal, wer die erste Frage gestellt hat. Kann man das ganz kurz in einer Frage formulieren? Ganz kurz, in einem Satz. Was ist die Frage? Halten Sie den Mensch für erwachsen genug, für verantwortungsvoll genug, dass er einem Personal in Anführungszeichen, Gottes Bild, wie ich es von Ihnen verstehe, entsprechen kann? Ich glaube das nicht. Ja gut, also eben Ella de Groot, würde eben gerade nicht an einen personalen Gott glauben. Dann verstehe ich die Frage so: Halten Sie, Ella de Groot, die Menschen für erwachsen genug, an einen Gottesgedanken oder an Geistgedanken, wie Sie ihn verstehen, mit dem leben zu können? Also ja, so habe ich diese Frage auch verstanden. Das ist die eine Seite. Ich begegne immer wieder die andere Seite. Menschen, die sagen, ich kann nicht wachsen. Ich komme nicht weiter, wenn ich von diesem personalen Gott unfrei gemacht werde. Ich möchte das Bild jetzt ganz schnell erklären, wenn wir schon eine Stunde vom personalen Gott reden, und das ist nicht klar. Also ein Gott, der eingreift in die Geschichte, ein Gott, der mein Leben lenkt, ein Gott, dem ich meine Bitten herantragen kann, der dann auch etwas unternimmt. Ich möchte es nicht allzu einfach machen. Ein Gott, zu dem man eine persönliche Beziehung aufbauen kann, und ein Gott, mit dem man unterwegs ist und die Erfahrung macht, ja, er greift ein in mein Leben. Also das verstehe ich unter diesem personalen Gottesbild, das für mich nicht so stimmt. Und ob die Menschen erwachsen genug sind, da gibt es Menschen, ich möchte das nicht mit erwachsen genug
zum Ausdruck bringen würden, dann würde es heißen, dass es stärkere und weniger starke Menschen gibt oder Erwachsene und noch kindliche. Es gibt Menschen, die dieses Bild brauchen, die mit diesem Bild leben können, Menschen, denen das Bild Kraft gibt und Sicherheit und Vertrauen. Und diesen Menschen würde ich nie das Bild wegnehmen. Im Gegenteil, ich habe Briefe bekommen von einer Frau zum Beispiel, sie hat mir geschrieben, sie hat zwei Kinder verloren und sie hat Gott gespürt in ihrem Leben, wie er sie hindurchgetragen hat. Dann schreibe ich zurück, ich bin froh für sie um diese Erfahrung. Aber als Seelsorgerin begegne ich immer wieder Menschen, die sagen, diese Erfahrung mache ich nicht, meine Gebete werden nicht erhört. Und diese Menschen glauben nicht weniger als die anderen Menschen. Das ist mir wichtig, dass nicht das eine wahrer ist als das andere. Es soll Raum haben für beide. Und wenn, kürzlich sagte mir eine Frau, weißt du, ich bete jeden Abend für meine Familie, dass es ihr gut gehen darf. Darf ich das noch so beten? Und dann sage ich, natürlich, aber darf ich zurückfragen, warum betest du? Und dann sagte sie, ja, dann bin ich ruhig, dann kann ich gut schlafen, dann habe ich es abgegeben. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist ja gut, dann hat das auch eine, in dem Sinn eine Wirkung, du wirst ruhig, du kannst schlafen, das ist eine Kraft, die du spürst aus diesem Gebet. Und das ist mir ernsthaft wichtig, dass diese Kraft gespürt wird. Ich habe darauf gefragt, aber wenn dann etwas mit deiner Schwägerin, deiner Nichte, Neffe oder trotzdem passiert, wer ist dann verantwortlich? Ist dann Gott verantwortlich? Und dann hat sie gesagt, nein, nein, so ein Gottesbild habe ich nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, dann ist das Gebet für dich, es in dich hineingehen, deine Liebe zu deiner Familie, dich vor Augen führen, damit vertiefst du auch die Beziehung zu deiner Familie. Damit wird diese Beziehung zur Familie, zu all diesen Menschen, für die du betest, wird spürbar. Du wirst achtsam für die Menschen um dich herum. Also ich würde nie sagen, hört auf zu beten, niemals. Aber immer mit der Frage verbunden, was erwarte ich von diesem Gebet, wenn jetzt eine Person trotzdem krank wird? Damit haben Sie eigentlich auch die zweite Frage, also beantwortet, sind Sie auch auf die zweite Frage eingegangen. Es wurde sehr eindrücklich formuliert, wenn es mir gut geht, kann ich mich vielleicht auf einen Gottesgedanken, wie Sie das formulieren, einlassen, wenn Sorgen mich plagen, eine schwere Krankheit in der Familie ist, brauche ich eine Instanz, muss ich mit Gott reden. Ich finde, darauf haben Sie, also geantwortet, sind Sie darauf eingegangen. Eine Frage war noch, Sie hätten das Göttliche jetzt eben als Transzendenz beschrieben, damit eigentlich gesagt, was allen Religionen gemeinsam sei, nämlich eben der Glaube oder die Vorstellung, die Arbeit mit etwas Transzendentem, etwas, das über uns hinausgeht. Wo machen Sie eine Grenze zwischen der christlichen Religion und anderen Religionen? Oder ist das für Sie, fällt das dann auch zusammen? Weil alle sich mit Transzendenz befassen. Das ist eine schwierige Frage. Also ich bin auch nicht Religionswissenschaftlerin, aber das Christentum ist mit unserer Kultur verbunden und andere Religionen sind mit anderen Kulturen verbunden. Und da sind Gemeinsamkeiten und für mich gibt es nicht eine Religion, die wahrer ist als die andere.
das ist eigentlich, was ich da darauf antworten möchte. Zwei Fragen, die gingen dann wirklich in die Praxis, also in die Glaubenspraxis, sage ich jetzt mal. Fragen, die wir auch noch angegangen werden. Wir können sie hier jetzt stellen. Die eine Frage war, wie können Sie ein Kind taufen? Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Kann man das noch? Das kann man noch. Ich habe in der letzten Taufe, die dann zum Teil im Radio ausgestrahlt wurde, diese trinitarische Formulierung auch erklärt. Gott als der Urgrund des Seins. Ich taufe im Namen, auf dem Namen des Lebens hin eigentlich. Und Jesus als der uns vorgelebt hat, wie wir miteinander als Menschen zusammenleben können. Wir sind aufeinander angewiesen. Jetzt ganz kurz zusammengefasst. Und auf den Namen des Geistes als die Kraft der Liebe, aber auch als die Kraft, die uns bei allem, was wir verfehlen, was wir nicht gut machen, zur Versöhnung, zur Vergebung drängt. Also ganz, ganz zusammengerafft. Aber eben, ich bin der Meinung, aber darauf denke ich, kommen wir noch, dass wir auch zu unseren Sakramenten neue Sprache finden müssen. Aber das hat dann wieder ein Problem mit der Ökumene, aber das kommt dann noch. Das kommt vielleicht nicht mehr heute Abend, aber das kommt sicher hier in Muri, da bin ich überzeugt. Jemand hat gesagt, ich brauche Gott, ich erzähle Gott meine Sorgen im Gebet. Die erste Frage, die man davon ableiten würde, haben Sie jetzt eigentlich beantwortet. Sie würden das dieser Person wirklich belassen und mit diesen Fragen weiterfahren, wie Sie es an einem anderen Beispiel gesagt haben, als sehr offenes Seelsorgegespräch würde ich dem sagen. Und die zweite Frage war dann sehr direkt. Wie betest du? Lautete die Frage. Wie beten Sie? Beten Sie? Ja, indem ich meine Dankbarkeit in Worte fasse. Ich bete nicht in diesem Sinne zum Gott im Himmel, sondern ich stehe da und es hat auch etwas Meditatives. Ich versuche meine Dankbarkeit für mein Leben in Worte zu fassen. Ich versuche meine Ängste in Worte zu fassen für mich. In einer Form, die vielleicht nicht eine Gebetsform ist. Aber in meinen Gedanken versuche ich, achtsam zu werden, was geht in mir vor, in der Beziehung zu meiner Umwelt. Um wen mache ich mich Sorgen? Ob das in der Familie ist oder weiter weg. Wo bin ich mit meinen Gedanken? Was wird mir Gutes entgegengebracht? Für was kann ich dankbar sein? Das ist die Form, die ich, und das ist nicht täglich am Morgen um 7 oder am Abend um 10. Das ist, das gibt es Momente ganz spontan. Und das ist bei mir nicht institutionalisiert. Und das kann ganz klar auch sein, wenn ich auf dem Weg zum Friedhof bin. Der Weg zum Friedhof ist für mich ein Weg des Gebets. Ich hoffe, das reicht. Danke. Es ist 9:15 und wir haben viele Fragen. Wir sind durch viele Fragen gegangen. Also ein richtiges Prüfungsgespräch. Fast. Sie haben gesagt, wenn jede Pfarrerin, jeder Pfarrer im Kanton Bern so etwas durchmachen müsste. Ja. Das ist ja vielleicht das Erstaunliche, aber das haben Sie auch irgendwie ausgelöst und Sie haben sich dem gestellt. Eine Frage noch gegen Schluss, die Sie eigentlich indirekt im Laufe des Abends beantwortet haben, aber ich möchte sie doch nochmal in den Raum
stellen. Es haben 11 junge Berner Pfarrerinnen und Pfarrer auf sie reagiert in einer öffentlichen Erklärung. Dort steht unter anderem der Satz drin, eine Kirche ohne Gott ist nicht Kirche. Was sagen Sie diesen Kolleginnen und Kollegen? Oder was würden Sie ihnen sagen, falls, vielleicht sind ja einige hier anwesend von Ihnen, was würden Sie ihnen sagen? Das tönt so einfach, Gott ist größer, als wir uns vorstellen können. Also wenn Gott nur diesen Gott sein kann, mit dem ja, personalen Gott, dann machen wir Gott zu klein. Also das von Gott, Geistkraft, das Leben nenne, ist so viel größer und umfassender. Und dieser Gott oder dieses von Gott ist in der Kirche. Auch wenn man anders predigt oder anders betet. Und ich möchte auch, dass die Menschen, die bei diesem herkömmlichen Gottesbild bleiben, dass die auch zu mir in die Kirche kommen und sich angesprochen fühlen. Ist es nach Ihnen denkbar, dass eine Kirche gut leben kann mit, sag jetzt mal, so extrem auseinanderdriftenden Flügeln, oder man kann Flügel, ein schönes Wort, der eine Flügel, der sagt, und ich brauche, und es gibt diesen personalen Gott, das ist mein Gegenüber, der andere Flügel, für den Sie im Moment stehen. Von Gott reden heißt vom Leben reden, von der Kraft, die im Leben zum Leben drängt. Das ewig währende, fortwährende, evolutionierende. Können die miteinander sprechen, miteinander Kirche sein? Ja, die können miteinander Kirche sein. Das denke ich schon, obwohl das braucht Toleranz, das braucht Sprache, das braucht sich einlassen wollen und nicht verurteilen, nicht sagen, du glaubst weniger und du glaubst mehr, sondern jeder Mensch hat braucht seinen eigenen Raum. In den Niederlanden gibt es verschiedene, innerhalb der reformierten Kirche gibt es Gruppierungen, es sind keine Abspaltungen, aber offene Kirchen, wo anders geredet wird als an anderen Orten. Und vielleicht ist das, wird das auch passieren. Gesinnungsgemeinde. Ja, Gesinnungsgemeinde. Ich denke, die Kirchgemeinde Muri Gümligen ist eine sehr offene Kirchgemeinde. Und wir Pfarrkolleginnen und Pfarrkollegen sind sehr ähnlich in unseren Theologien. Es gibt andere Kirchgemeinden, die anders orientiert sind. Und da möchte ich dafür plädieren, dass die Menschen auch sich freier bewegen könnten. Also in andere Gemeinden? Ja, dass sie, wenn sie sich, sag mal, in, was ist die nächste, in Münzingen, wenn sie sich in Münzingen wohler fühlen, dass sie dann sich dort engagieren. Also das wäre doch eine Möglichkeit. Und das andere wäre solche offene Diskussionen, wie sie heute Abend stattfinden, in der sich die anderen Stimmen auch melden können. Ja, das ist, aber ich kann mir vorstellen, dass Menschen mit meiner Theologie nichts anfangen können und die müssen dann die Möglichkeit haben, an andere Orte zu gehen und umgekehrt. Wir kommen langsam zum Schluss, Ella de Groot. Sie haben die Niederlande erwähnt, die ein ganz anderes Kirchenbild zeigt in vielen. Die reformierte Kirche in den Niederlanden, in einer
vielleicht noch säkularisierteren Umwelt, als das hier in der Schweiz der Fall ist. Sie verreisen morgen nach Rotterdam. Also, das ist Ihr letzter Auftritt hier in Muri vor dieser Abreise. 5 Monate Bildungsurlaub. Es ist ein Bildungsurlaub im Rahmen Ihres Pfarrerinnenseins. Was wollen Sie in Rotterdam lernen? Also in Rotterdam ist die christliche Kirche keine Selbstverständlichkeit mehr. Und da ist die Frage, was ist meine Rolle als Pfarrerin in einer säkulären Gesellschaft? Die Menschen warten nicht auf mich. Und wie kann ich vom Evangelium reden mit Menschen, für die die christliche Kirche überhaupt kein Thema ist? Also wie vertrete ich dort doch etwas von der Kirche bei Menschen, die von der Kirche gar nichts wissen wollen und für diese Menschen doch das Evangelium spürbar zu machen. Das tönt ganz könnte nach Missionieren tönen. Das ist es gar nicht, sondern es ist der umgekehrte Weg. Ich lerne in diesem Institut die Menschen in ihrer Umgebung wahrzunehmen und dann zu versuchen, was lebt in diesen Menschen von ihnen selbst auch schon als Kirche, als Evangelium. Ja, das ist so schwierig zu erklären. Aber nach 5 Monaten weiß ich mehr, dann kann ich mehr. Hoffen Sie, die Diskussion, so wie sie jetzt heute Abend hier vonstatten ging, dass die eine Fortsetzung findet in Rotterdam? Hoffen Sie auf Gleichgesinnte? Also ich bin, ja, die Situation ist anders in Rotterdam. Also in Rotterdam bin ich bereits angefragt worden, in einer Gruppe mitzuarbeiten, eine internationale Gruppe, für eine Sprachreform der Sprache. Also das ist auch in Holland ein Thema. Also da hoffe ich, dass ich weiterlernen kann, auch meine, auf Deutsch dann meine Sprache entwickeln kann. Und ich hoffe natürlich, dass in meiner Abwesenheit die Diskussion hier weitergeht und dass sie weitergeht ohne mich. Denn sie ist im Moment noch viel zu viel an meiner Person gebunden und ich möchte, dass Kolleginnen und Kollegen dieses Thema aufgreifen und dass auch in der Synode darüber weiter diskutiert wird. Was ist in unserer Kirche, wie viel Raum geben wir den Leuten in unserer Kirche, nicht nur die Pfarrpersonen, sondern vor allem die Menschen in der Kirche. Es darf nicht sein, dass Menschen aus unserer Kirche austreten müssen, weil sie die Sprache nicht mehr verstehen, weil sie mit diesen Bildern und mit dieser Sprache nicht anfangen können. Das darf nicht passieren und darum muss diese Diskussion weitergehen. Und das ist mein Feuer, das ich spüre. Und das ist der Grund, warum ich Heidi Kronenberg zugesagt habe, dieses Interview zu machen. Ich glaube, das ist das Schlusswort. Ja. Herzlichen Dank an euch beide, Ella de Groot und Samuel Geiser. War ein sehr interessanter und aufschlussreicher Abend. Ihnen auch ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Und ich kann nur sagen, ja, wir sind immer wieder auf der Suche nach Gott, wie Ella sagt, oder? Und ich hoffe, wir finden immer wieder hier in der Kirche Antwort auf unsere Lebensfragen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch.